Tausende Frauen setzen täglich an der Grenze zwischen Spanien und Marokko ihre Gesundheit aufs Spiel. Es handelt sich um die meist armen Marokkanerinnen, die Waren aus der spanischen Enklave Ceuta über den Grenzübergang nach Marokko transportieren. Maultierfrauen werden sie genannt, wegen der riesigen Lastenbündel, die sie auf ihren Rücken tragen und oftmals schwerer sind als sie selbst. Es ist schwer, schwer und wir müssen es schleppen. Da die Grenze zwischen Ceuta und Marokko kein offizieller Handelsgrenzübergang ist, sondern nur für Fußgänger und Fahrzeuge gedacht, gibt es keine Regulierungen oder Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeit, die die Frauen erledigen. In dem täglichen Drängeln und Schieben kommt es seit Jahren immer wieder zu Todesfällen, weil die Frauen sich gegenseitig schubsen und überrennen. Der Import von Waren aus Ceuta nach Marokko muss nicht verzollt werden, solange diese am Körper getragen werden. Eine Initiative will die Frauen nun entlasten und ermutigt sie, Sackkarren zum Transport zu nutzen. Doch die ermuntern die Auftraggeber der Frauen dazu, ihnen noch mehr Last aus der Enklave aufzubürden. Diese Karren sind nicht gut, sie schaden unserem Rücken, sie sind schwer zu fahren, wir hauen sie uns gegen die Knie. 4000 Frauen dürfen pro Tag den Übergang zwischen Ceuta und Marokko passieren, um Waren abzuholen und auszuführen. Diese Obergrenze wurde festgesetzt, nachdem in der Vergangenheit bis zu 10.000 über die Grenze geschickt wurden. Der marokkanische Staat hilft seinen Frauen nicht. Will man, dass sie auf der Straße betteln gehen? Nein. Oft handelt es sich um die schwächsten Frauen, die diese Arbeit verrichten. Alleinerziehende Mütter, Witwen, Frauen mit Behinderung, Blinde. Um mehr Waren am Körper tragen zu können, ziehen die Frauen sich verschiedene Schichten Kleidung übereinander an, befestigen zusätzliche Kleidungsstücke mit Klebeband.